Stefan, Ja, es geht. weißt du, was man unter Tage sagt? Ja, da sagt man doch Glück auf, oder? Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen weiteren Vorschlag von euch. Und zwar YouTube-Kacke Anus Amigos. Amigos, sorry. Wurde mir vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob das der Originalkanal ist, den ich euch verlinke. Ich hoffe, lol. Wir haben schon lange nicht mehr auf die Amigos reagiert. Da hatten wir mal ein Video, das war ultra witzig. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir heute sehen. Ich habe Stefan dabei, wir gehen rein. Let's go. Der eine, der Linke, der steht auch wie der Glöckner von Notre Dame da, ne? Junge, der macht ja so einen Buckel. Holy shit. Ja, das merkt er dann im Alter, I guess. Ja, ey, ich habe zum perfekten Moment angehalten. Ist das geil, Lol. Hallo, hallo, Soros und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Kacke. Und ich auch. Okay, ey, Ja, gut. diese Sendungen sind einfach nur cringe. Alles an diesen Digga. Sendungen ist cringe. Ich hab tatsächlich früher als Kind, ich weiß nicht warum, aber ich habe früher als Kind actually bei solchen TV-Sendungen manchmal gechillt, einfach. Das Aber, verstehe ich nicht. ja, ich verstehe selber nicht. Ich frage mich nicht warum, das war für mich so meine White Noise. Weißt du, wie ich meine? So eine Sache, wo ich mich nicht, die einfach nur im Hintergrund läuft, wo ich mich nicht drauf konzentrieren muss, aber halt irgendeinen anderen Kram machen kann. So, weißt du, wie ich meine? Wenn jetzt, Verstehe keine ich, Ahnung, ja. Nick lief oder so, dann konnte ich mich halt aber nicht konzentrieren, war das meiner vollen Aufmerksamkeit gewidmet. Deswegen war das für mich meine White Noise damals. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu vielen entspannenden Minuten voller Scheiße. Jetzt halt die Fresse. Ich mach's. Wir haben in den kommenden Minuten eine absolute Sensation für Sie vorbereitet. Drehen Sie den Ton Ihres Fernsehers lauter und gönnen Sie sich etwas. Ey, wirklich, Geil. danke an der Stelle, dass ich da nichts machen muss, sondern dass die Lautstärke für mich lauter gedreht wird. Kuss. Genießen Sie gemeinsam mit uns. Nuns, legendären Anus Amigos. Sos. Ich kacke für dich im Feuer, auch wenn der ganze Himmel brennt. Das saß mir im Ey, wirklich, mir fällt doch gerade nochmal auf, ich habe so ernsthaft darüber nachgedacht, aber ich kann nicht beschreiben, wie scheiße ich diese Art von Musik finde. Wirklich, ich kann das nicht beschreiben, ich kann das nicht in Worte fassen, wie kacke Ich ich das fühl's. finde. Ja, ich fühl's. Ich fühl's. Also ich sage ja immer, ich höre alles querbeet und das stimmt auch zum Teil, aber das ist auch wirklich was nicht meine Ohrmuschel betreten darf. Also das ist crazy. Nee. Sind diese Lieder nicht scheiße? Einfach Ja. zum Kotzen? Ey, ohne Witz, der Typ, also wirklich, er spricht mir aus der Seele. Er Das finde weiß ich aber auch, auch. wie man das verkauft, ne? Ja, doch, doch. Muss ich schon sagen. Wie dieses Studio, ey, oh Mann. Gibt es denn noch etwas zu sehen von den Amigos? Klar, Katrin, ihren absoluten Superhit. Komm, kack mit mir. Komm, kack mit mir. Lass uns scheißen. Ich glaube, ich komme. Da hast du recht und da kann ich dir und unseren Zuschauern eine Riesenfreude machen mit dieser Scheiß-CD-Kollektion von den Anus Amigos. Diese CD ist scheiße und deshalb gibt es die nicht im Handel, sondern nur jetzt hier bei uns. Zeig doch mal. Ja, scheiße. Ey, ohne Witz, hätten wir das Video gleich bei Upload geguckt, dann hätten wir uns das bestellen können. Naja, Chance mal wieder verpasst, ey. Ja, das ist wirklich toll und ich sehe gerade, auf diesen CDs finden Sie all Ihre großen Soßen. Zwischen Liebe und Wahnsinn. Mein Herz schlägt nur für dich oder mein Scheißhaus. Ich glaube, der letzte Song hört sich so an, als ob er mir gefallen könnte. Eventuell. Ja, mein Scheißhaus möchte ich noch einmal sehen. Denn meine Kacke, sie war so schön. Sichern Sie sich jetzt die. Das ist halt, also wirklich, das ist wirklich sehr, so, wie kann man so sentimental seinen Ausscheidungen gegenüber sein? Das ist ja crazy. Weißt du, was ich auch weird finde? Warum sind diese Videos immer die gleichen? Die stehen so komisch schräg nebeneinander und gucken in zwei verschiedene Ja, Kameras. das habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Vor allem immer diese statischen Kameras. Ich finde das so kacke, Ja. wenn die einfach nur dasteht. Bruder, what the fuck, Alter? Das ist ein verficktes Musikvideo. Ein bisschen, also wenigstens ein bisschen Bewegung. Muss ja nicht viel Action sein. So ein bisschen Bewegung macht ja schon mal ein bisschen was aus, ey. Holy shit. Richtig. Diese 66 CDs mit vier der schönsten Hits der Amigos. So Okay. groß.
Auf 66 CDs vier Hits zu pressen, ist wild. Ich weiß nicht, wie die den Brennvorgang disponiert haben, aber ich glaube, irgendwie... Digga, also, ich hätte auch gar keinen Bock drauf, die ganze Zeit die CD zu wechseln. Du kannst kein Lied kannst du am Stück hören. Ey, wirklich, ja. Gott sei Dank haben wir Spotify. Wahrscheinlich sind noch einfach so mal zwischendrin so 9 leere CDs dabei oder so. Ja, warte mal, gibt's die am liebsten auf Spotify? Ja, oder? Alter, natürlich. Ja, oh mein Gott. Die haben 87.000 monatliche Hörer. Digga, das Bild ist ja crazy, Digga. Holy shit, meine Fresse, das ist verrückt. Ey, gut, wir fahren vor Ort, ey. Und das alles in dieser unedlen Sammlerbox. Rufen Sie uns jetzt an. Na an. Greifen Sie jetzt zum Telefon. Wählen Sie 110. Digga, ich glaube, die wollen uns Rippen göngeln oder wie man das denn ausdrückt. Rippen göngeln, sagt man das denn so? Ich denke, ja. Okay. Schenk mir bitte keine Rosen. Gib mich einfach in den Arsch. Digga, das ist ein Erfolgshit. Das ist einer der vier, sag ich. Sag, ich sehe, dass du mich heute vermisst. Wenn du mit mir bist. Wenn du von Posten träumst. Träum nicht von mir. Junge, wirklich auch das Outfit gerade, ne? Amish-looking Arsch. Holy shit. Das oh ist Gott, ja krass. Ja. Da hat nur noch der Hut gefehlt. Amigos, das sind zwei Spasten, für die es seit frühester Kindheit nur eines gibt, die Liebe zum Arschflick. Seit einigen Jahren haben sie ein eigenes Saturn-Studio. Sie haben ihre beiden Garagen liebevoll umgebaut und daraus eine richtige Fickfabrik gebastelt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, warum, aber ich würde vermuten, ja, vage Vermutung, die ich jetzt in den Raum werfe, dass sie sich mit der Musik nicht über Wasser halten konnten. Natürlich, naja, muss man nur die Musik hören. Entstanden ist so die Geburtsstätte ihrer großen Soßen. Schlechte Laune kommt bei ihrer Musik auf jeden Fall auf. Man fühlt sich wie frisch gewickelt und voller Scheiße. Erfahren Sie alles Wissenswerte über das musikalische und vor allem erfüllte Leben dieser beiden Arschficker. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Hat sie gerade Arschficker gesagt? Ich glaube, ja. Jetzt schließt sich der Kreis wieder für mich. Ruf. Ende von dem Video war jetzt auch schon wieder wirklich jähzornig. Geiles Video, hat mich wirklich wieder sehr unterhalten. Ich glaube, wir müssen uns häufiger mal wieder so eine Tele-Shitting-Scheiße anschauen, wo Musik verkauft wird. Ich finde es sehr, sehr witzig immer wieder. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, schaut auf jeden Fall bei dem Original-Kanal vorbei. Calciumchlorid. Das ist ein verfickt wilder Name. Also muss ich schon sagen. Ich habe euch alles unter der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Like, ein Abonnement und Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal rein. Ciao. Entschuldigung. Halt auf die Fresse. Ach, Verzeihung. Ja, okay. Gar nicht schlimm.